Cheers, Freunde. Ich habe mich gefragt, ist Social Media peinlich? Alles gut. Solange die Videos seinen positiven Vibe spreaden. Ich meine, das ist alles, worauf es ankommt. Und da frage ich mich, wie geht's eigentlich Sandra? Wie, ich komm Club nicht rein. 2G, ich hab 20 dabei, wow. Stell dir mal vor, du begegnest so jemandem in der Stadt, mitten auf der Straße, der gerade genau so ein Video dreht. Da würde ich an der Stelle aber auch mal einen großen Bogen machen. Wisst ihr, um wen ich aber einen noch viel größeren Bogen machen würde? Ey, ganz kurz, kann irgendjemand dieser Milf bitte endlich das Handy wegnehmen? Aber was würde sie eigentlich nach dem Toilettengang machen? Genau, super, bei Frauen auch immer genau so gucken. Und genau so zum Beispiel will jede Frau leben. Ein Traum in Rosa, vor allem aus Plastik. Das war übrigens auch der Trennungsgrund zwischen Julian und Bibi. Sie hat Bling Bling gemacht und alles pink und rosa angemalt. Das fand allerdings nur ihr Manager geil. Wer kann da noch drüber lachen? Er lacht bei fast jedem Witz. Wenn sich ein Wissenschaftler ein Brötchen belegt, ist das dann wissenschaftlich belegt? Ey, Fabian, also ich konnte Eduard mit ganz vielen TikToks zum Lachen bringen. Aber danke, dein Witz war natürlich auch perfekt. Also, um in dieses Video hier zu kommen. Und wenn es genauso weitergeht, dann werde ich schon sehr, sehr bald zum Trendsetter. Hey Leute, kennt ihr diese Bälle aus Gummi mit Luft drin? Mein Name ist Stroppo, ich bin Model und Trendsetter.